ich bin jetzt in Berlin angekommen. Überraschung, ich schlafe mal wieder auf einem Hotelschiff. Mache ich eigentlich immer ganz gerne, weil ich die Atmosphäre ganz schön finde. Und zwar bin ich von Dresden aus mit einem Fernbus gefahren. Eigentlich will ich ja keinen Fernbus mehr fahren, seitdem ich mit Flixbus eher mittelmäßige Erfahrungen habe. Aber jetzt habe ich herausgefunden, dass es eben RegioJet oder Student Agency gibt. Das ist ein tschechisches Unternehmen und ihr habt ja gesehen, die Busse sehen schon ziemlich geil aus. Also man kann das eigentlich so vergleichen mit, wer schon mal mit KLM geflogen ist, so vom Service her. Sie kommen durch, es gibt gratis Kaffee, man hat bequeme Sitze, sehr freundlich. Was aber halt noch dazu kommt, ist, dass man an jedem einzelnen Platz in der Kopfstütze vorne dran einen Bildschirm hat, wo man Filme gucken kann. Ja, Filme, Radio gibt es auch, Spiele, Serien, alles mögliche. Also es ist wirklich ziemlich krass für... Und vor allen Dingen, es kostet die Hälfte wie der Flixbus, das muss man sich halt auch noch dazu überlegen. Ich zeige euch jetzt gleich mal noch die Kabine und dann gleich noch das Schiff dazu. Und das mache ich aber jetzt, glaube ich, erstmal alles später, weil ich muss jetzt erstmal was zu essen holen. Und deswegen fahre ich jetzt nochmal zum Alexanderplatz, gehe da in das Einkaufszentrum, da gibt es McDonald's, da werde ich sicherlich was finden und mache ein paar Fotos. Und ja, das ist so der Plan für heute Abend. Man hat hier eben überall Stauraum unter den Betten. Hier ein kleiner Spiegel und dann über den Betten jeweils nochmal Schränke. Hier auch nochmal, kann man die Jacke hinlegen. Hier ist noch ein großer Schrank. Und natürlich ein Bad, sogar erstaunlich groß. Waschbecken, Dusche. Und natürlich Toilette, eigene Klimaanlage, Steckdosen ist auch da. Wenn man auf die Lampen verzichten kann, gibt es auch noch mal zwei weitere Steckdosen. Ich muss noch nachreichen, ich habe gerade eben noch zwei Steckdosen gefunden, direkt am Bett. Und natürlich auch noch ein Fenster. Da liegt jetzt aber gerade ein anderes Schiff gegenüber und es ist dunkel, deswegen sieht man nichts. Aber Größe ist auch in Ordnung. Ja, dann gibt es am Heck des Schiffes noch ein kleines Sonnendeck, das jetzt im Winter natürlich nicht so einladend wirkt. Im Sommer ist das natürlich schöner. Und drin ist dann die große Lounge und gleichzeitig auch Restaurant. Das heißt, hier gibt es gleichzeitig das Essen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und man kann hier auch gemütlich sitzen. Das ist wirklich sehr bequeme Möbel auch dort.